Hallo, in dem Video geht es jetzt um Bohr, Ma, Schienen. Gut, okay. Komm, ich sortiere erstmal ein bisschen rum. Wer jetzt mal ein bisschen aufpasst, der sieht jetzt, dass ich hier ein paar Akkubetriebene habe. Die hier funktioniert noch, die habe ich auch erst vor anderthalb Jahren gekauft. Aber die funktioniert nicht mehr, nicht weil die kaputt ist, weil der Akku am Arsch ist. Genauso die hier und das Ding hier und das Teil hier habe ich mal auseinandergenommen. Das Ding hier auch nicht mehr. Ich brauche das Planetengetriebe. So sieht ein Planetengetriebe von innen aus. Und den Elektromotor für ein anderes Projekt. Aber die ist auch am Arsch. Und alle nicht am Arsch, weil sie halt eben, ich sag mal, defekt sind, durchgebrannt sind, sondern weil die Akkus einfach platt sind. Und die kriegt man auch nicht mehr aufgeladen, gar nichts mehr. Wenn man die halt, ich sag jetzt mal, sehr selten braucht. Und in einem Singlehaushalt brauchst du, ich sag mal, einmal im Jahr. Also beim Einzug brauchst du eine Bohrmaschine und dann nochmal. Ja, nach ein, zwei Jahren. Dafür ist so ein Akkubohrer einfach nicht geeignet. Der muss regelmäßig gewartet werden, indem er halt eben geladen und entladen wird. Er muss benutzt werden. Sonst gehen die Akkus kaputt. Also, was würde ich empfehlen? So ein Trümmerteil muss nicht unbedingt sein. Da ist so ein uraltes Schätzchen. Die ist schon 30 Jahre alt. Was schwer wie Sau. Aber die funktioniert. Und warum funktioniert sie? Weil da Metallritzel drin sind, keine Plastikteile. Gut, so ein Bohrer ist auch das gleiche Problem, auch Akku am Arsch, also solche kleinen Teile nicht. Ich würde empfehlen, nehmt euch sowas hier. Es muss jetzt keine Bosch sein, ne? Aber das hat den Vorteil, es hat Schnellspannfutter. Das heißt, ich kann jetzt hier drauf drücken und kann dann hier, klack, das Teil rausholen. Den Bohrer. Das ist also sehr einfach zu handhaben und es hat die Möglichkeit zu hämmern. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Hammer reintun, dann dreht sich das, aber es schlägt auch in die Richtung. Das heißt, wenn ich in den Betonwand ein Loch reinmachen muss, ist ein Schlagbohrer immer eine gute Idee. Und wenn man das hier rüber schiebt, ist es nur ein Bohrer. Das heißt, er dreht da nur. Und mit dem Teil kann man halt eben dann vorwärts, also hier reindrehen. Man kann hier auch ein Bit rein draufsetzen oder in die Richtung andersrum drehen lassen. Und dann kann er die Schraube wieder rausdrehen. Das ist auch ein Schraubendreher. Und man kann auch hier ganz fein eben drücken, dann dreht sich das Ding langsam. Ich mache jetzt nicht. Und wenn man fest reindrückt, dreht sich das schnell. Das heißt, es ist auch dann flexibel in der Handhabung. Es hat keinen Drehmoment. So ein Akkuschrauber hat einen Drehmoment. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter drehe und dann hier schnell drehe, dann hört man, wie es klackt, weil er durchrutscht. Wenn ich das Drehmoment raufsetze, dann rutscht er nicht mehr durch. Das heißt, man kann die Stärke, mit wie viel Kraft halt eben dann die Bohrmaschine arbeitet und man die aufhört weiter zu drehen, also wenn sie durchrutscht, das kann man mit dem Drehmoment hier machen. Das hier ist dann fest, das heißt, es gibt gar kein Durchrutschen mehr und je weiter man runter geht, ne, mit genug Gewalt rutscht er dann durch. Und je weiter man hochgeht, desto mehr Gewalt braucht man. Das heißt, die Kraft, mit der die Schraube festgedreht wird, ist halt dadurch stärker. Das hast du hier leider nicht. Das heißt, du musst hier ein bisschen Fingerspitzengefühl ansetzen. Aber das geht ratzfatz. Das hast du recht schnell raus. Hier kannst du auch noch die Drehgeschwindigkeit, die maximale, einstellen. Wenn ich das so eingestellt habe, ist das hier unten auf ganz klein. Das heißt, ich kann den nicht so tief reinsetzen. Dann dreht sich das Ding automatisch langsamer. Also beim Schrauben reindrehen irgendwo in Holz oder sonst was, würde ich immer empfehlen, das runterzusetzen. Auch wenn es länger dauert, aber du hast mehr Kontrolle. Denn das mit dem, ich mache jetzt nur ein bisschen rein, dieses Fingerspitzengefühl, das kommt in der Zeit, das hast du am Anfang nicht. Also gucken, hier ist der Pfeil, runterdrehen und dann ist das Thema durch. Gut, jetzt habe ich mal kurz erklärt, weshalb ich keine Akkuschrauber mag. Das ist übrigens ein Teil, also ich habe hier nur Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine, das sind die beiden Funktionen, die auch das Ding hat, oder nur schlagen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie Löcher stemmen muss, was dafür ist das gedacht.
braucht der normale Haushalt nicht. Sowas hier ist eine klasse Geschichte. Es ist mit Kabel, der Akku kann nicht am Arsch gehen. Du nimmst hier einfach eine Mehrfachsteckdose, machst eine Kabelverlängerung dran und du bist dann auch überall damit am Arbeiten. Ja, das Kabel stört ein bisschen, ist nicht so komfortabel wie mit dem Akku. Aber erstmal, wenn du das Ding benutzt, das heißt, du nach einem Jahr oder was denkst du dir, oh, jetzt muss ich was arbeiten. Du glaubst ja nicht, dass der Akku dann, wenn du ihn auch brauchst, auch wirklich voll ist. Der Akku ist dann leer. Und dann musst du erstmal dann 2 Stunden warten, bis das Ding aufgeladen ist. Und dann kannst du erst dann die Bohrmaschine benutzen. Das nervt. Das Ding kannst du sofort benutzen. Und ich glaube nicht, dass du den Akku die ganze Zeit am Strom hast, das ganze Jahr. Sondern du nimmst den Akku raus, lässt es vielleicht so im Ladegerät drin, was ganz schlimm ist, Akku im Ladegerät drin lassen. Der entlädt den Akku und macht den Akku kaputt. Wenn er nicht am Strom angeschlossen ist. Gut. So, das war jetzt das. Jetzt erkläre ich mal kurz, was es noch für verschiedene Bohrer gibt. Wie man hier sieht, hat er hier so eine komische Spitze. In der Mitte so ein Zentrierteil. Das Ding ist für Holz. Damit kann man Holz bohren. Dann gibt es so was Ähnliches auch. Direkt hier als ganzes Pack. Das sind 9 oder 20 Euro oder was. Also 10, 20 Euro, wie sowas kostet. Da hast du alles zusammen. Da hast du für jede Größe, die du brauchst, den richtigen Bohrer. Das ist also nicht verkehrt. Das gleiche gibt es dann auch nochmal hier für Stein und Steinbohrer. Das kann man hier gut sehen. Die haben hier so komische Flügel an der Seite. Und diese Flügel, die sorgen dafür, dass halt eben, wenn du in den Beton reinbohrst, dass halt eben dann der Beton aufgeschüttelt wird und rausgeschoben wird, so ein bisschen. Auch hier durch wird das dann rausgeschoben. Wenn du jetzt einen flach nehmen würdest für Beton, und zwar einen sogenannten Stahlbohrer. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die Dinger habe, habe ich hier keine Stahlbohrer drin. Okay, das hier, nee, das war kein Stahlbohrer. Ja, Vorbereitung ist alles. Da ist das einer? Nee, das ist auch kein Stahlbohrer. Sag mal, ich jetzt? Wo habe ich meine Stahlbohrer eingepackt? Das ist ja mein Ding. Ganz klasse. Und der ist einfach nur fertig. Mehr ist das nicht. Das ist hier einer. Das ist auch Beton. Gibt's ja mal nicht. Echt jetzt? Okay, das hier ist jetzt ein Stahl... Ne, ist auch kein Stahlbohrer, ist auch Holz. Ich habe hier nur Holz. Wo sind denn meine Stahlbohrer hin? Ich muss da suchen, einen Moment. Okay, ich finde keinen. Ich habe sie irgendwo verbuddelt. Und ja, jetzt muss ich halt irgendwie anders zeigen. Also, ihr müsst euch beim Stahlbohrer, ich werde das erstmal hier einblenden, einfach nur diese Dinger hier an der Seite wegdenken. Das ist einfach nur rund und flach und hatte eben dann nur eine Spitze, um eben in Stahl reinzubohren. Das heißt, diese Flächen hier an der Seite haben nur Betonbohrer, diese Zentrierspitze haben nur Holzbohrer und wenn weder diese Flächen an der Seite noch diese Spitze ist, das sind Stahlbohrer. Gut. Es gibt auch noch Körner, das heißt, ich kann dann, wenn ich ein Loch irgendwo bohren möchte, ist ganz praktisch, das ansetzen, einmal mit dem Hammer draufhauen und dann habe ich dort eine kleine Kerbe und dann kann der Bohrer viel besser geführt werden. Das heißt, er ist dann besser von der Führung her, ja, toll, also er bleibt in der Spur, er rutscht nicht zur Seite weg. Kann man ja an der Wand auch machen, in der Wand, kurz vorkörnen, ne? Patsch, gegenhauen mit dem Hammer, hat man in der Wand ein kleines Loch. Wenn man dann mit dem Betonbohrer dort reinbohrt, dann rutscht er nicht nach links oder rechts. Das werdet ihr sehen, wenn ihr es nicht vorkörnt, ne, wird er immer so ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts oder oben unten ausbrechen. Im Körner, ne, passiert das nicht. Einfach vor ein kleines Loch reingehauen. Gut. So, dann gibt es noch solche Teile hier. Die können auf die Bohrmaschine draufgepackt werden. Damit kann man halt eben runde Löcher in die Wand, wobei das jetzt eben für Holz ist, ne, oder in Holz reinmachen. Das ist auch ganz praktisch. Man kann verschiedene Einsätze nehmen. Ja. Man kann verschiedene Sachen reinsetzen, so rum.
und dann die Größe bestimmen auf die Art und Weise. Gut, das gleiche gibt es dann auch nochmal für Beton. Schade. Das gleiche gibt es auch nochmal für Beton. Das sieht dann so aus. Wenn man in Beton halt eben eine Unterputzdose setzen möchte, macht man das mit so einem Teil. Hört sich auch gut an. Gut. Dann gibt es noch solche Aufsätze hier. Damit kann man halt eben wegfräsen. Geht auch auf die Bohrmaschine. Ist auch ganz praktisch und interessant, das mal zu wissen. Gut. Und jetzt kommen wir mal zu den Schraubenziehern. Aber da muss ich das ein bisschen vorhalten. Für die Schraubenzieher gibt es auch solche Bitsets. Die gibt es auch für die Bohrmaschinen. Ist für beides einsetzbar. Das heißt, das Teil hier wird auf die Bohrmaschine drauf gespannt. Dann kann man sich einen von den Schraubenziehern, den entsprechenden, es gibt normale, ne, die haben nur ein Kreuz und es gibt also welche, die haben so ein Doppelkreuz, kann man das hier sehen. Das sind Philips und das sind normale, nee, das sind Philips und das sind Kreuzschrauben. Und dann kann man auf jeden Fall dann ein Bit nehmen, draufsetzen, runterziehen, schnupp, und dann ist das fest. Wenn man wieder rausholen möchte, muss man wieder runterziehen in dem Fall. Das ist also ganz praktisch, denn man hat eben im Endeffekt alle Schraubenzieher, die man braucht, in einem Päckchen. So ein Teil kostet 10 Euro. Wenn man es teuer kauft, dann sind es 20 Euro. Aber das ist eine goldene Geschichte. Damit kommt ihr überall durch. Und ihr habt dann auch noch so einen Aufsatz hier. Dann seht ihr so dieses kleine Kügelchen. Und wenn man halt eben auch mal mit einer Nuss arbeiten muss, warte mal kurz. Ja, fall doch um. So. Dann kann man sich auch noch solche Steckschlüssel hier holen. Die passen dann da drauf. Ja, komm her. So. Die passen dann da drauf und dann kann man sogar mit Nüssen arbeiten. Die gibt es auch in Größen bis größer, wenn es dann sein müsste. Gut, das war es dann mit der Bohrmaschine. Als nächstes kommen dann... Ach nee, halt. Halt. Machen wir noch mal kurz die Dübel dazu. Es gibt verschiedene Größen. Und das kann man auch hier sehen. Hoffe ich mal, dass man es auf der Kamera sehen kann. Hier steht dann jetzt S. Könnt ihr das sehen? S8. Kann man das sehen? Hier da, ganz klein, S8. Und hier auf der steht... Nee, halt, da steht S6 drauf wahrscheinlich. Nee, S5. Entschuldigung. Oh, ich kann selbst nicht lesen. Da steht S5 und hier steht S8. Heißt, wenn ich halt eben einen 8er Bohrer nehme, dann nehme ich natürlich auch einen 8er Dübel in dem Fall. Denn das hier, dann würde der Dübel da rausrutschen. So, und was jetzt die Dübel angeht, packen wir es noch mit hier rein, gibt verschiedene. Es gibt sogenannte Schlagdübel. Du machst ein Loch in die Wand. Und dann schlägst du halt mit dem Hammer den Dübel mit der Schraube rein in die Wand, bis das hier bündig ist. Und dann schraubst du den Rest rein. Das ist ein sogenanntes Schlagdübel. Sehr schnell und sehr praktisch. Wobei, muss ja auch was etwas befestigen. Aber du lässt die Schraube drin, schlägst den Dübel rein, drehst dann die Schraube raus und dann machst du das fest, was du haben möchtest, und dann schraubst du den Rest fest. So geht das. Gut, die Dinger hier sind dann für, ich sag mal, etwas spröderen Beton, weil die halt ein bisschen mehr Spannkraft haben und abbrechen, weil sie so alt sind. Na toll. Die hier haben halt nicht so viel Spreizkraft. Die sind original so. Es ist egal, ob man jetzt das hier nimmt oder das hier. Ne? Aber wenn du halt eben eine sehr poröse Wand hast, wo die Dübel mehr rausholen, dann nimmt man sich so Chemiedübel. Das ist eine Chemikalie, die wird dann in die Wand, in das Loch reingespritzt. Dann kommt der Dübel da drauf, da warzt man. Dann zieht das richtig in die Wand rein und macht die Wand hart. Und es war teuer. Aber wenn man eine, ich sage, Rigipswand hat, ne, dann nimmt man sowieso solche Spreizdübel. Wenn man die festzieht, ne, dann wird das hier runtergezogen. Und dann geht das auseinander für Decken zum Beispiel. Ne? Und dann ist das hier eben dann so flach runter, dass es halt hier so auseinander geht. Hier ist so breit. Und dann kann man auch in den runterhängte Rigipsdecke Sachen reintun. Also sogenannter Rigips.
Lenkdübel. Deswegen ist er auch hier mit so einer kleinen Kante, damit er halt eben dann beim Drehen nicht mitdreht, sondern dass er sich halt eben in die Regungswand reinzieht und ja, stabil ist. Also das dann für Regipswände oder Hohlräumwände. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Das war es eigentlich schon. Also auf die Größe achten, kann man es hier vielleicht sehen, dass man es, weil es so schön groß ist. Ne, kann man hier auch nicht lesen. Ich sowieso nicht mit meiner Altersweitsichtigkeit. Kann man das denn irgendwo sehen? Ja, hier, kann man, das kann man, glaube ich, jetzt in der Kamera erkennen. Ne? 8 steht hier. Okay, ich hoffe es mal. Gut, so, das war jetzt die Sache mit dem Dübel noch. Dann haben wir das auch noch durch. Und als nächstes kommt dann, ja, Schraubenzieher. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Und ciao.